Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Der Nikolaus Ludwig von Zinzendorf hat von 1700 bis 1760 gelebt. Sein Vater war ein Graf. Weil sein Vater kurz nach seiner Geburt gestorben ist, ist er bei seiner gläubigen Großmutter in Grosshennersdorf aufgewachsen. Der Nikolaus hat an der Universität in Wittenberg Rechtswissenschaft studiert. Anschliessend hat er 11 Jahre als Justizrat in Dresden gearbeitet. Er hat seiner Großmutter das Schloss Bertelsdorf abgekauft und Glaubensflüchtling aufgenommen. Die Glaubensflüchtling haben eine Siedlung namens Herrnhut gebaut. Herrnhut bedeutet Schutz des Herrn. Weil die Glaubensflüchtlinge aus verschiedenen Gruppen gekommen sind, haben Streit miteinander bekommen. Der Nikolaus hat jede Familie besucht, mit ihnen gebetet und die Brüder zum Bibelstudium eingeladen. Das Bibelstudium und das Gebet hat ihnen schliesslich aufgezeigt, dass sie zusammengerufen worden sind, um in Liebe miteinander zusammenzuleben. 1731 hat der Nikolaus den Sklav Anthony nach Herrnhut gebracht. Der Sklav Anthony hat von seiner Heimat St. Thomas in der Karibik erzählt. Das hat die Brüdergemeinde motiviert, anzufangen zu missionieren. Einige sind nach St. Thomas gereist und sogar bereit, sie selber zu Sklaven zu werden. Einige sind zu den Indianern nach Südamerika und an die Goldküste gereist. Viele sind an tropischen Krankheiten gestorben. Der Nikolaus Zinzendorf ist kritisiert worden, dass er seine Leute nur zum Sterben fortschicke. Drum hat sich der Nikolaus 1739 entschlossen, selber nach St. Thomas zu reisen, um zu zeigen, dass er auch bereit ist, für das Evangelium zu sterben. Er hat fest mit seinem Tod gerechnet und sein Testament geschrieben. In St. Thomas hat er schliesslich festgestellt, dass die Missionare nicht gestorben, sondern unter falscher Anschuldigung eingesperrt worden sind. Er hat seinen höheren Stand als Graf genutzt und sie befreit. Weil die Missionare genauso schlecht behandelt worden sind wie die Sklaven, sind die Sklaven jetzt gekommen, Gottes Evangelium zu hören. 800 Sklaven haben den christlichen Glauben angenommen. 1734 hat sich der Nikolaus als lutherischer Theologe ordinieren lassen. Das hätte ein Graf zu selber Zeit nicht dürfen, weil die Adligen seine Brüdergemeinde als eine Betreuung von der einheitlichen Landeskirche angeschaut haben, haben sie den Nikolaus für 11 Jahre aus Sachsen verbannt. Der Nikolaus ist nach Hessen gezogen und hat dort Herrn Haag gegründet. In Amerika haben die Herrnhuter Nazareth, Pennsylvania und Bethlehem, Philadelphia gegründet. Sie haben Schulen und Waisenhäuser gebaut. 1741 ist der Nikolaus zusammen mit seiner Tochter nach Amerika gereist. Er hat nicht wollen, dass man ihm Graf sagt, sondern einfach nur Brüder Nikolaus. Er hat sich erniedrigt, seinen privilegierten Stand aufgegeben und mit den anderen auf gleicher Stufe wollen sein.
Kein europäischer Adliger von der herrschenden Klasse, ausser der Nikolaus Zinzendorf, hat das Risiko auf sich genommen und Menschen besucht, die völlig anders gewesen sind als er selber. Die Herrnhuter Brüdergemeinde ist immer mehr gewachsen. Keiner hätte mein Oberhaupt wollen sein, weil es jedem zu viel gewesen ist. Man hat es losgezogen und erkennt, dass der Herr Jesus Christus selber das Oberhaupt will sein. 1742 hat der Nikolaus nochmal dazu ermutigt, dass alle christlichen Konfessionen zusammenarbeiten. Nur Zugehörigkeit zu Christus zählt. Der Nikolaus war enttäuscht, dass er seine Vision nur wenigen hat weitergeben können. Die laue Haltung hat ihn deprimiert. Eine weitere Vision von ihm war, dass alle Christen gleichgestellt sind, unabhängig vom Geschlecht. Alle Herrnhuter Frauen dürfen lesen, schreiben und rechnen lernen. Die Lebensweise der Herrnhuter war so attraktiv, dass sie von anderen Ländern eingeladen worden sind, zum Dorfgemeinden zu errichten. Nach dem Tod vom Nikolaus Zinzendorf hat die Kirche die Frauen wieder in ihre traditionelle Rolle zurückgedrängt. Der Nikolaus Zinzendorf war seiner Zeit 200 Jahre voraus. Er hatte ein grosses Talent gehabt, anderen seine Visionen aufzuzeigen und zu konkreten Taten werden zu lassen. Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid, damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel.